Vorsitzenden Omid Noripur. Unrechtmäßig inhaftet. Und diese Unrechtmäßigkeit, diese Repression, diese Rücksichtslosigkeit zeigt, zu was der Kreml tatsächlich imstande ist und was dort gängig ist, nämlich Rücksichtslosigkeit nach innen wie nach außen. Und diese sehen wir auch zurzeit Tag und Nacht in Großstädten in der Ukraine, die unter Beschuss sind mit zahlreichen Opfern, dass diese Kriegsverbrechen auch aufgezeichnet werden und dass daran gewirkt wird, dass die Verbrecher eines Tages auch zur Rechenschaft gezogen werden, ist Teil unserer Verpflichtung zum Beistand für die Ukraine. Am Wochenende erreichte uns die Meldung, dass erneut zwei Seenotrettungsschiffe in Italien festgesetzt worden sind, nämlich CI-4 und Mare Go. Dabei ist es mehr als offensichtlich, dass die Seenotrettungsorganisationen eine internationale Verpflichtung erfüllen, die Verpflichtung zur Rettung von Menschen in Seenot. Da ist das internationale Seerecht mehr als deutlich. Und diese Menschen brauchen Unterstützung und Achtung für ihre Arbeit und nicht Gängelung und Kriminalisierung. Es sind sehr viele Ehrenamtliche dort unterwegs, denen man danken sollte und deren Arbeit man nicht erschweren sollte. Deshalb ist aus unserer Sicht eindeutig, dass diese Schiffe nun freigegeben werden müssen, damit sie weiterhin Menschenleben retten, wie sie es derzeit tun. Aber dieser Vorgang zeigt, dass die Verhältnisse an den Außengrenzen der Europäischen Union nicht tragbar sind und dass sie auf Dauer unhaltbar sind. Darauf haben wir in der Vergangenheit immer wieder hingewiesen. Und deshalb ist das an sich richtig, dass es zurzeit Verhandlungen gibt, in der Europäischen Union zur Reform des gemeinsamen europäischen Asylrechts. Wir wollen eine Reform, die die Situation der Menschen verbessert. Das ist die Grundvoraussetzung. Und wir wollen eine europäische Lösung, von der sehr lange schon gesprochen wird, aber natürlich nicht um jeden Preis. Und es ist natürlich eine Reform notwendig, die den Staaten, den Einreinerstaaten, den Staaten, die Außengrenzen haben, die am meisten belastet sind, auch tatsächlich hilft. Und deshalb braucht es einen Verteilmechanismus, der tatsächlich diesen Staaten auch hilft. Dass zurzeit bei den Verhandlungen die Grenzverfahren daran hängen, das wissen wir. Uns ist zentral, dass vulnerable Gruppen, schutzbedürftige Gruppen dort nicht festgehalten werden. Wir sprechen hier über Schwangere, wir sprechen hier über Familie mit Kindern. Und es ist sehr irritierend, dass es jetzt Stimmen gibt, die davon sprechen, dass jetzt auch Kinder an den EU-Außengrenzen festgehalten werden dürfen. Wir werden uns dagegen stemmen. Zur Innenpolitik. Leipzig hat ein schlimmes Wochenende erlebt. Es ist notwendig, immer wieder auch klarzumachen, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus eine demokratische Verpflichtung ist. Und gewaltfreie Demonstrationen sind ein schützenswerter Teil unserer Demokratie. Und es ist auch selbstverständlich, dass man in einer Demokratie gewaltfrei demonstrieren darf gegen Gerichtsurteile des Rechtsstaates. Das darf es und muss es geben dürfen in einer Demokratie. Was allerdings in Leipzig passiert ist, ist inakzeptabel. Insbesondere die Gewalt gegen Einsatzkräfte verurteilen wir. Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen, und zwar die Debatte um die Umfragewerte der AfD. Das ist in den letzten Tagen ja immer wieder Thema gewesen. Und diese Umfragewerte sind ein Warnsignal für alle demokratischen Parteien. Und es ist sicher lohnenswert, darüber nachzudenken, warum das so ist und was die Ursachen sind für diese Umfragewerte. Wir wissen, dass die Ampel nicht immer mit einem geschlossenen Bild dagegen gewirkt hat. Und die Union sollte sich die Frage stellen, warum sie nicht davon profitiert. Es ist dringend notwendig, dass parteipolitische Schuldzuweisungen dem Schulterschluss demokratischer Kräfte weichen. Wer das nicht tut, hat die Ernsthaftigkeit der Lage nicht verstanden. Wir sind dazu bereit und laden erneut, das ist nicht das erste Mal, dass ich das von dieser Stelle hier aus sage, erneut die Union ein, zusammen mit uns zu überlegen und daran mitzuwirken, die Feinde der Demokratie zu bekämpfen. Der Schutz von Demokratie und des Rechtsstaates ist unsere aller demokratische Aufgabe. Wir haben Zeit für einige Nachfragen. Frau Seyram.
Danke. Ich würde ganz gerne zu Ihrem ersten Punkt direkt nochmal nachfragen, also zu den Verhandlungen zum GEAS. Sie hatten gerade gesagt, es irritiert Sie, dass einige Stimmen auch verlangen würden, Kinder an den EU-Außengrenzen, ja quasi, die müssten ja da in diesen Einrichtungen irgendwie festgehalten werden. Und vielleicht könnten Sie kurz definieren, was Sie unter Kindern verstehen, also wie es die Kommission sieht, nur die unter 12-Jährigen oder eben, wie es, glaube ich, die deutsche Position ist, unter 18. Und gibt es da eine Einigkeit in der Ampel, dass alle unter 18 gemeint sind? Und vielleicht können Sie uns vielleicht nochmal unabhängig, glaube ich, von der GEAS-Diskussion nochmal sagen, wie die nationale Diskussion gerade beim Punkt sichere Herkunftsländer steht und Sach- statt Geldleistungen. Das wäre super. Ich kann mit dem Letzten anfangen. Das ist eine sehr alte Diskussion, die wir alle gut kennen. Und alle, die in der Praxis damit betraut sind, und das ist eine Debatte, die ist mindestens 30 Jahre alt, und vor allem die Kommunen sagen sehr deutlich, dass Sachleistungen einfach teurer sind. Wenn man konsequent ausschließlich auf Sachleistungen geht, ist das teurer und aufwendig. Man muss Bürokratien aufbauen und deshalb ist das nichts Praktisches. Und wir als Bundesebene, wir auf der Bundesebene sind angehalten, die Lage für die Kommunen zu vereinfachen und nicht noch komplizierter zu machen. Die Frage der GEAS-Reform, wie sie zurzeit ansteht, Sie haben es ja gerade beschrieben, dreht sich natürlich auch um die Frage der Minderjährigen. Und ehrlich gesagt ist der Begriff der Minderjährigen kein politischer Begriff. Das ist ein rechtlicher Begriff und der ist sehr klar und deutlich definiert in der Kinderrechtskonvention. Und da reden wir über Minderjährige. Minderjährige und Kinder sind dort gleichgestellt. Also wir reden über unter 18-Jährige. Und das ist die Position der Bundesregierung, mit der sie in Brüssel zurzeit auch verhandelt. Sichere Herkunftsstaaten. Wir finden dieses Prinzip als Grüne falsch. Das ist längst bekannt. Gleichzeitig verstehen wir, dass Staaten anders behandelt werden können, die einen Kandidatenstatus für die Europäische Union haben und auch noch Fortschritte machen bei Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten. Gleichzeitig aber sind wir sicher nicht bereit, Gespräche zu führen über die Einstufung von Staaten, bei denen es systematische Menschenrechtsverbrechen gibt. Das ist für uns keinerlei Option. Auch das wird ja immer wieder angeführt. Er ist der Chef. Ja, genau, weil Sie gesagt haben, also dass da Einigkeit herrscht in der Bundesregierung, dass die unter 18-Jährigen gemeint sind. Sehen die Liberalen das denn auch so? Also man hat da Herrn Gierserei irgendwie anders wahrgenommen am Wochenende. Wie gesagt, ich habe ja beschrieben, das ist keine politische Konsensfrage, das ist eine internationale Rechtsfrage. Und das internationale Recht beinhaltet die Kinderrechtskonvention und diese ist in Deutschland vollumfänglich ratifiziert. Und dazu stehen wir. Ja, vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage zum GEG, wenn Sie erlauben. Mich würde interessieren, wie Sie da den Stand der Gespräche einschätzen und ja, woran es eigentlich noch vor allen Dingen hakt aus Ihrer Sicht. Es hakt an der Aufsetzung, damit das parlamentarische Verfahren losgehen kann und wir das Gesetz auch gemeinschaftlich verbessern können. Dazu gibt es gute Gespräche und es ist ja nicht neu, dass wir vereinbart haben, das Gesetz vor der Sommerpause des Parlaments auch abzuschließen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es gelingen wird. Vielen Dank. Dann Frau Wiese, bitte. Ich frage auch noch mal nach den Minderjährigen und den Grenzverfahren. Sie haben gerade gesagt, das sei rechtlich eindeutig. Das sehen aber viele andere EU-Staaten anders. Frankreich zum Beispiel ist ganz klar dafür. Also es sieht so aus, als würde Deutschland sich da nicht durchsetzen können. Wie verhalten Sie sich denn dazu? Also stimmen Sie dem dann trotzdem zu? Es ist ein Ergebnis erst dann fertig, wenn es fertig ist. Und die Staaten haben alle noch Gespräche vor sich. Ich glaube, sehr viele, die noch anstehen, noch in diesem Monat. Und dementsprechend würde ich gerne das Ergebnis mir anschauen. Aber das internationale Recht ist da sehr deutlich. Und die Stimmen, die mich irritiert haben, die es international wie auch in Deutschland gibt, über das Festhalten von Minderjährigen, sind nicht nur in dem des Rechts, sondern verkennen, glaube ich, auch die Effekte, die das hat. Das ist, hat mit Empathie wenig zu tun, darüber nachzudenken, dass man Kinder einkaserniert. Und dementsprechend wollen wir das nicht. Aber nochmal, die Rechtslage ist auch sehr deutlich. Das ist eine internationale Verpflichtung der europäischen Staaten, die, wenn ich es richtig weiß, so ziemlich alle, die in der EU sind, die Kinderrechtskonvention ratifiziert haben.
Weitere Nachfragen sehe ich im Moment nicht. Dann vielen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Tag noch. Danke Ihnen. Tschüss. Bei uns im Studio begrüße ich jetzt dazu zum Gespräch Professor Volker Kronberg, Politikwissenschaftler an der Uni Bonn. Willkommen bei uns, Herr Professor Kronberg. Wie blicken Sie auf das, was wir gerade gehört haben von der grünen Spitze in dieser Pressekonferenz? Gut, es war der Versuch sozusagen, hier die Themen sehr sachlich so zu präsentieren, als dass man auf gutem Weg sei, wobei er natürlich bei dem Thema Asylverfahren, Gestaltung, auch vielleicht Asylrechtsänderungen, die Frage von Migration sehr deutlich doch auch die grüne Stimme hier markiert hat, auch in Abgrenzung zum Koalitionspartner. Das war schon erkennbar, wohingegen dann beim Thema Gebäudeenergiegesetz, also diesem unseligen Streit um Heizungstausch oder nicht, was doch viele Menschen im Land beschäftigt. Hier war im Grunde die Botschaft, alles auf gutem Wege und noch vor der parlamentarischen Sommerpause. Es konnte ein Stück weit irritieren, es hat jetzt nicht wirklich überrascht als professioneller Beobachter, dass er so rangeht. Aber der Druck, der ja im Grunde in dieser Koalition jetzt da ist, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Umfragen, die ja doch eine ganz bestimmte Stimmungslage in der Bevölkerung nahelegen, ist das schon irritierend, wie hier sozusagen versucht wird, die Themen mehr so Business as usual abzuhandeln. Ich glaube, davon ist im Moment zumindest die Stimmungslage im politischen Berlin doch weit entfernt. Sie sprechen die Umfrageergebnisse an. Die AfD ist gerade sehr im Aufwind. Platz 2 zusammen mit der SPD bei ungefähr 18% Zustimmung. Das hat er, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt nicht thematisiert. So ist das. Und das ist sozusagen der Elefant im Raum gewesen, den Sie jetzt genau ansprechen. Erstaunlich, dass er das nicht getan hat, weil die Strategie der Ampel ist natürlich zu sagen, also es liegt ja nicht an uns, sondern an unseren Konflikten und Streitigkeiten, sondern das ist im Grunde dann auch die Herausforderung der Opposition. Nein, man wird sich hier natürlich sehr genau anschauen müssen. Wir wissen natürlich auch, Frau Parin, das sind Momentaufnahmen, es sind Umfragewerte, die auch volatil sind und in einigen Monaten sich ändern können. Aber ein solcher Wert sozusagen in dieser Höhe, und da muss man ja auch nochmal schauen, in Ostdeutschland nochmal ganz anders, wird sicherlich gerade auch den Regierungsparteien zu denken geben müssen, gerade wenn jetzt im Moment nochmal Momentaufnahmen, aber gleichwohl die Kanzlerpartei auf dieser Höhe ist. Ich glaube, da wird man es nicht so machen können, wie wir es eben im Einspieler gesehen haben beim Bundeskanzler. Naja, also die Menschen haben Sorgen, man muss es erklären. Ja, dann müsst ihr es eben besser erklären. Und vor allen Dingen, das wäre sicherlich auch ein wichtiger Punkt, solche Konflikte wie um Heizung oder um anderes mehr dann jetzt nicht quälend über die Sommermonate, sondern dann tatsächlich auch zu einem Ergebnis kommen, dass den Menschen diese Unsicherheit und diese Sorgen genommen werden. Das sind nämlich, glaube ich, ganz wesentliche Faktoren für das derzeitige Hoch der AfD. Sie haben jetzt sehr viel schon angerissen, angesprochen, das schon umfassend erklärt. Ich würde einmal nachhaken wollen, dieses Heizungsgesetz, das ja wirklich in aller Munde ist, aus dem man, also man kommt gar nicht umhin, darauf gestoßen zu werden, davon zu hören, kann man wirklich so runterbrechen, das Heizungsgesetz oder genauer oder weiter gefragt, die Klimapolitik der Ampel oder auch der Grünen ist verantwortlich für diese Umfrageergebnisse, für diese Momentaufnahme, die wir sehen, kann man das sagen? Was ist Ihre Einschätzung? Ich glaube tatsächlich, es ist der also bei dem Thema Energie und Klima wissen ja die Parteien und gerade auch die Regierungsparteien, dass es eine große Zustimmung in der Bevölkerung, auch über die Parteigrenzen hinweg gibt, dass man da mehr tun muss. Aber wie es sozusagen gemacht wurde seit dem letzten Koalitionsausschuss, das Vorziehen von Fristen, dann Fristsetzungen, wann muss was ausgetauscht werden und dann diese Kakophonie, dieser quälende Konflikt zwischen den Koalitionsparteien, dann auch nicht intern ausgetragen und nach außen, man ist ja mit einem ganz anderen Anspruch angetreten, dann führt das nicht zu einem Ergebnis, sondern dann wird es wieder vertagt, dieser Gesetzgebungsprozess und immer steht im Raum, Summen, es kostet so viel und das bei alten Gebäuden so und so. Das ist sozusagen schädlich für einen ganz zentralen Begriff, den Scholz ja immer im Munde führt, sicherlich zu Recht, Vertrauen und den Menschen Sicherheit zu geben. Das gelingt bei diesem wichtigen Thema, wenn es ja auch um viel Geld geht, derzeit überhaupt nicht. Bleiben wir mal bei diesem Heizungsgesetz. Was würde denn Ihrer Meinung nach geschehen, wenn das jetzt nicht gelingt? Das ist ja noch ein großes Ziel, vor der Sommerpause damit noch fertig zu werden, vor der parlamentarischen. Was passiert oder was würde passieren, Ihrer Einschätzung nach, würde das nicht gelingen?
Ich glaube, dann wird über dieses Sachthema, Tausch, Fristen, wann muss was neu und so weiter und welche Alternativen gibt es, dann ist das das klassische Prozedere sozusagen, das wir erleben. Dann wird sich das über dieses Sachthema hinaus grundsätzlich, ja, ist die Regierung nicht in der Lage, wie sind denn die Grünen, ist der Minister nicht handlungsfähig, er hat doch gesagt vor der Sommerpause, wieso funktioniert das nicht, da ist die Führungsschwäche, ist es dann doch Frau Baerbock. Das heißt, wir erleben das immer, es geht sozusagen von einem kleinen Sachthema und dann franzt das aus, dann kommt die Sommerpause. Das wäre schädlich. Ich erwarte aber umgekehrt tatsächlich, weil Habeck hat ja signalisiert, es werden Fristen nochmal neu und es gibt Alternativen. Das heißt, es wird ja Druck herausgenommen. Ich kann mir schon vorstellen, es gibt ja auch, und Zeitdruck ist manchmal in der Politik ja auch sehr gut und hilfreich, dass das Ganze schon noch jetzt auf den Weg gebracht wird vor der Sommerpause. Gleichwohl ist das kein Ruhmesstück, denn alle im Grunde bis zum Kanzler wissen ja eigentlich, wie das politische Handwerk funktioniert, was in den letzten Wochen geboten wurde, ist aus Sicht eines Großteils der Bevölkerung so unbefriedigend, dass man hier bei Umfragen sagt, nee, also dann zeige ich dem mal den Denkzettel, weil die derzeitige demoskopische Stärke der AfD ist ja in hohem Maße eine Unzufriedenheit mit dem Handeln der anderen Parteien. Ich danke Ihnen sehr für diese Einschätzung für den Moment. Wir reden gleich weiter hier im Studio. Jetzt schauen wir aber erstmal auf eine andere Parteipressekonferenz, nämlich die der Linken. Die ist gerade in Berlin zu Ende gegangen. Und wir werden jetzt Äußerungen hören des Parteivorsitzenden der Linken, Martin Schirdewan. Die Mitverantwortung der Linken, die vermeintliche Mitverantwortung der Linken am Ausstieg der AfD. Nur ich würde ehrlich gesagt eher davon reden, dass im Moment die Regierung und auch die Vorgängerregierung keine